Hallo und willkommen, ich bin Tobias von Yoga Privé. Schön, dass du mit mir zu einem Fly-Away-Yoga aufbrichst. Herzlich willkommen, Namaste. Diese Yogastunde führt uns weg vom Alltag, weg von den Erfahrungen, die wir dort machen, löst uns aus dem, was uns sonst umgibt. Wir fliegen davon mit einer Yoga-Praxis, starten bei uns selbst, beginnen eine Reise durch den Körper hindurch zu machen, durch die Bewegungen, die möglich sind, und heben zwischendurch ab in Balancehaltungen. Das ist eine Yogastunde, die eher für erfahrenere Yoginis und Yogis geeignet ist. Schau bitte also für dich, was du mitmachen kannst und magst und wie weit du mit mir auf diese Reise mitgehst. Fühl dich frei, sei willkommen, lass uns abheben und die Matte ausrollen. Ja, wir beginnen unsere Reise recht bodennah, erstmal im Vierfüßler. Komm da bitte an. Und finde für dich die ersten schönen Bewegungen, die dich ein bisschen mehr vertraut machen mit der Lebendigkeit und Beweglichkeit deines eigenen Körpers. Und dadurch, wenn du diese Bewegungen nicht unbedingt willentlich machst, sondern sie wirklich aus dem Körper und seinen Erfahrungen entstehen lässt, dadurch beschreitest du auch einen ersten Weg vom Kopf in den Körper. Also nimm dich wahr, nimm Bewegungen wahr, geh den Wünschen und Impulsen deines Körpers nach. Und dann kommt eine schöne fließende Sequenz aus Katzenbuckel und Pferderücken. Katzenbuckel, dann machst du den Rücken rund, ziehst den Bauchnabel hoch, hebst die Flanken, rollst den Kopf ein. Dann der Pferderücken, tauchst du mit der Wirbelsäule sanft nach unten ein, hebst am Ende das Brustbein und bringst den Blick nach vorn. Mit dem Ausatmen in den Katzenbuckel einrollen, mit dem Einatmen zum Pferderücken auftauchen. Und das ein paar Mal bitte. Gut, dann komm weich wieder im neutral langen Rücken an, im Vierfüßler. Stell den rechten Fuß auf, schieb ihn auf der Matte nach hinten weg, dann streckt sich dein rechtes Bein. Heb es etwas nach oben, sodass das Bein parallel zum Boden kommt. Dann winkel dein rechtes Knie an und schieb die Fußsohle ein bisschen höher Richtung Decke. Stell dir so einen imaginären Widerstand vor, gegen den du den Fuß sanft nach oben drückst. Und vielleicht noch ein bisschen höher nach oben. Dann heb den Blick wieder an, heb das Brustbein nach vorn hoch, eine Rückbeuge, lass den rechten Fuß vielleicht noch ein bisschen höher steigen. Dann verlage Gewicht auf die rechte Hand, bring die linke Hand an den unteren Rücken, Handrücken und die Lendenwirbelsäule, zieh dich aus den Schultern heraus nach oben und dann schau mal, ob du mit der linken Hand zum rechten Fuß kommen kannst. Ferse, Fußknöchel oder Hosenstoff. Nicht immer ist es möglich. Wenn nicht, dann lass die Hand einfach am unteren Rücken. Wenn es möglich ist, dann schieb den Fuß ein bisschen weiter gegen den Widerstand der Hand nach hinten und hoch. Lass den Fuß aufsteigen. Atme in diese Form deines Körpers. Nochmal tief durchatmen. Und dann komm wieder zurück. Die linke Hand aufsetzen, rechtes Knie an den Brustkorb heranziehen. Dann den Fuß wieder aufsetzen. Linken Fuß aufstellen, auf der Matte nach hinten wegschieben, dein linkes Bein parallel zum Boden an, winkel dein Knie und schieb die Fußsohle energetisch ein bisschen höher Richtung Himmel. Schau mal, wie hoch es hier geht. Du kannst den Beckenboden gerne unterstützend schließen, dann gibt es etwas mehr Halt in der Körpermitte. Lass den Fuß ein bisschen höher steigen, heb dein Brustbein an, bring den Blick wieder nach vorn in die Welt. Dann Gewicht auf die linke Hand verlagern, rechte Hand an die Lendenwirbelsäule. Zieh dich aus den Schultern noch einmal heraus nach oben. Lass den linken Fuß ein bisschen höher aufsteigen. Und probier hier mit der Seite, rechte Hand Richtung Fuß, Ferse, Sprunggelenk oder Fußrücken oder Hosenstoff, das was du gut erreichen kannst. Wenn es nicht möglich ist auf der Seite, dann lass die Hand am unteren Rücken. Wenn es möglich ist, dann schieb den Fuß gegen den Widerstand der Hand ein bisschen weiter nach hinten hinaus und nach oben hoch. Zieh dich in diesen Asana hinein und integriere die Atmung. Tief atmen. Und nochmal tief durchatmen
Und dann lande, die rechte Hand wieder aufsetzen, dein linkes Knie Richtung Brustkorb, Rücken einmal ganz sanft runden und dann das Knie wieder aufsetzen. Und mal kleine Bewegungen machen hier, Bewegungen, die dir wohltun. Und dann komm bitte zum abwärts schauenden Hund hoch. Und auch hier Bewegungen, die schön sind. Reike dich durch deinen Körper hindurch. Lass alles teilhaben für diesen Start in diesen nächsten Teil dieser Stunde. Roll dich damit dann nach vorne in den hohen Liegestütz und schwebe langsam zur Erde. Gut. Wenn du ankommst, dann schüttel dein Becken locker aus. Lass dann, wenn das Becken angekommen ist, die Schultern ein paar Mal zurückreisen nach hinten. Und dann roll beide Schultern weich zurück, zieh dich nach vorn hoch in die Cobra, lass dein Brustbein auftauchen und komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Schieb dich wieder nach hinten hoch, nochmal bitte auf der Stelle laufen, Bewegungen genießen. Gut, dann beug beide Knie an, bring den Blick nach vorn Richtung Hände. Wenn du möchtest, dann mach einen Hüpfer, einen Sprung nach vorn und lande zwischen den Händen. Wenn du es nicht magst, dann lauf nach vorn. Gut, tauch in eine weiche Vorbeuge ein. Lass dich immer ganz sanft nach unten ausgleiten. Und wenn du einatmest, zieh dich nach vorn lang in die halbe Vorbeuge. Wenn du ausatmest, schwill's noch einmal sanft und gelassen in die ganze Vorbeuge nach unten. Und dann komm über die Hocke mit der Einatmung hoch, breite die Arme aus. Ich mal ganz lang nach oben aus, zieh dich von der Erde hoch in die Welt, rechte und linke Seite hochstrecken und mit dem nächsten Ausatmen die Hände zum Herz bringen. Mit dem Einatmen Richtung Knie eintauchen, über vorn wieder nach oben kommen, dich hochstrecken. Ausatmen breitest du die Arme aus, verneigst dich weich vor dir Richtung Erde. Mit dem Einatmen ziehst du den Brustkorb nach vorn. Mit dem Ausatmen lässt du ihn wieder weich nach unten zurücksinken. Dann den rechten Fuß, mach so einen ganz langsamen, ganz weiten Schritt nach hinten in die Luft. Rechte Ferse weit wegschieben. Und jetzt setzt den rechten Fuß ganz sanft auf, so ganz langsam landen mit dem rechten Fuß. Gut. Mit dem Einatmen das Becken tiefer, den Blick nach vorn. Mit dem Ausatmen der linke Fuß nach hinten, der Hund. Einatmen der Katzenbuckel. Und dann der Pferderücken. Ausatmend auf der Erde, auf deinen Oberschenkeln ankommen. Einatmend wieder auftauchen, der Katzenbuckel. Der Pferderücken, ausatmend der abwärts schauende Hund. Einatmend rollst du dich nach vorne den hohen Liegestütz. Ausatmend schwebst du sanft zur Erde. Einatmend, Steiß schiebt zurück, Schultern rollen zurück, Cobra, tauch auf. Ausatmend komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Mit dem nächsten Einatmen den rechten Fuß einen großen Schritt ganz weich nach vorn setzen und dann das linke Knie langsam aufsetzen. Einmal tief durchatmen hier bitte. Beug dein rechtes Knie etwas mehr an, sodass dein Becken weicher nach vorn eintaucht. Gut. Und jetzt einmal ganz in Ruhe bitte. Die Arme nach vorn ausbreiten, streck dich ganz lang, zieh dich mit den Fingerspitzen nach vorn und dann einatmen, schwebst du mit dem Oberkörper nach oben hoch in diese tiefe Variante des ersten Helden. Ausatmen, lass dein Becken nochmal weich, etwas tiefer sinken. Mit dem Einatmen räkel dich hoch, lass den Brustkorb leicht werden, verlänger die Flanken, streck dich über die Fingerspitzen ganz hoch. Und wenn du ausatmest, dann bring die Hände wieder zurück zur Yogamatte. Linke Hand gut aufsetzen. Mit dem Einatmen den rechten Arm nach hinten, über hinten hoch nach vorn. Ausatmen, vorn wieder zurück nach unten. Ein, den Arm nach hinten hoch. Aus, nach vorn runter. Und nochmal. Einatmen, nach hinten drehen. Oberkörper aufdrehen. Und ausatmen, die Hand wieder zurück nach unten bringen. Und jetzt wechsel einmal mit dem rechten Fuß und der rechten Hand die Position. In den rechten Arm nach innen, setz die rechte Hand innen auf, beug dein rechtes Knie etwas mehr und lass dein Becken tiefer ankommen nach unten und dann krabbel mit dem rechten Fuß bitte ein bisschen nach vorn, einen kleinen Schritt nach vorn mit dem rechten Fuß, mal Becken weicher nach unten sinken lassen. Jetzt mach die Hände breiter,
auf der Unterlage. Das heißt, linke Hand ein Stück nach außen, rechte Hand fädelt unter dem rechten Bein nach rechts hin. Hände sind etwas breiter aufgesetzt. Und nochmal, Becken weich nach unten sinken lassen. Rechter Fuß ein klein bisschen nach vorn laufen. Und die Hände krabbeln mit denen auch ein bisschen breiter nach außen. Und jetzt stell dir vor, du schulterst dein rechtes Bein wie so ein Hosenträger. Rechtes Bein an der Schulter. Das heißt, du tauchst mit dem Oberkörper tiefer nach unten ein, schiebst den rechten Oberarm unter dem Knie nach hinten, nach rechts hinweg. Ein bisschen breiter mit den Händen werden. Und jetzt zieh energetisch den vorderen Fuß und das hintere Knie aufeinander zu. Sammel Kraft im Becken und dann lass die Arme fliegen. Heb die Arme hoch. Einmal hier fliegen. Atmen. Oh, nochmal tief durchatmen. Die Arme aufsteigen lassen und ausatmen. Die Hände wieder zurückbringen. Ganz in Ruhe. Rechter Fuß an die Seite. Einen Schritt zurück in den Vierfüßler. Hier durchbewegen. Dann der abwärts schauende Hund. Komm wieder hoch, nach oben. Einmal hier laufen und bewegen, wieder sortieren. Ein Vinyasa in den hohen Liegestütz. Einatmen, ausatmen, nach unten schweben. Einatmen in die Cobra oder den aufwärts schauenden Hund gleiten. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, den rechten Fuß nach vorn setzen. Ausatmen, den linken Fuß nach vorn nehmen. Die Vorbeuge ganz sanft eintauchen. Einatmen, die halbe Vorbeuge zieh dich nach vorn mit dem Brustkorb. Ausatmen, die ganze Vorbeuge, gleite wieder nach unten. Einatmen, komm über die Hocke hoch, breite die Arme aus, streck dich in die Welt nach oben. Ausatmen, bring die Hände zum Herz. Einatmen, Richtung Knie eintauchen, über vorn nach oben kommen. Ausatmen, einmal verneigen, vor dir Richtung Erde, ganz weich eintauchen. Einatmen, die Flanken nach vorn ziehen. Schieb jetzt die Innenseiten der Oberschenkel deutlich nach hinten weg. Streck die Beinrückseiten, zieh nochmal den Brustkorb nach vorn hoch und atme aus, entspanne dich wieder weich im Oberkörper nach unten. Verlagere jetzt Gewicht auf den rechten Fuß, schieb den linken Fuß ganz langsam in die Luft nach hinten, fast parallel zum Boden, die Ferse weit wegschieben und jetzt ganz sanft den Fuß landen lassen, ganz in Ruhe. Fuß nach hinten aufsetzen und landen. Und das Becken ein bisschen tiefer einatmen, den Blick nach vorn bringen. Ausatmen, Schritt zurück, abwärts schauender Hund. Einatmen, der Katzenbuckel. Dann der Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, wieder hoch in den Katzenbuckel. Den Pferderücken. Ausatmen, zum abwärts schauenden Hund aufrichten, das Becken hochziehen, die Fersen deutlich tiefer sinken lassen. Einatmen, gleite nach vorne in den Liegestütz. Ausatmen, leg dich langsam ab. Einatmen, die Cobra oder der aufwärts schauende Hund. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Und einatmen, kommt dann der linke Fuß nach vorne. Und das rechte Knie mit dem Ausatmen zur Erde. Gut, dann lass dein Becken weich nach vorn eintauchen. Dann kannst du gerne mit dem linken Fuß ein klein bisschen nach vorn krabbeln. Und jetzt ganz in Ruhe die Arme nach vorn bringen. Dich ein bisschen mehr nach vorn strecken. Rechte und linke Seite lang machen. Und dann lass dich im Brustkorb, im Oberkörper aufsteigen. Richte dich auf in diesen tiefen ersten Helden. Ausatmen, dein Becken ein bisschen mehr nach unten sinken lassen. Und einatmen, streck die Flanken hoch, heb den Brustkorb an, zieh dich über die Fingerspitzen hoch. Und wieder ausatmen, nach unten erden, nochmal mit dem nächsten Einatmen nach oben wachsen, ganz leicht aufsteigen. Ausatmen, die Hände wieder zurück zur Yogamatte. Linke Arm mit dem Einatmen über hinten nach oben kommen, dreh dich nach links auf. Ausatmen, den Arm über vorn nach unten zurück, nochmal. Einatmen, den Arm über hinten hochkreisen, aus, über vorn wieder eintauchen lassen. Nochmal einatmen, über hinten hoch, aus, nach vorn, jetzt gleich den linken Fuß nach außen und die linke Hand nach innen setzen. Nochmal, bitte das linke Knie anbeugen, sodass das Becken etwas tiefer nach vorn eintauchen kann. Dann krabbel mit dem linken Fuß ein bisschen weiter nach vorn, ganz klein bisschen. Und jetzt setzt die Hände breitflächiger
auf der Unterlage auf. Das heißt, die rechte Hand sitzt sich ein Stück nach außen und die linke Hand kommt unter dem Bein ein Stück nach links. Gut, nochmal. Becken weich eintauchen lassen. Der linke Fuß krabbelt ein bisschen weiter nach vorn. Dann kann der Oberkörper weich nach unten schmelzen. Linkes Bein, so stell dir vor, du schulterst das ganz in Ruhe. Ziehst aber den linken Ellenbogen nach außen. Linke Kniekehle legt sich auf dem Oberarm ab. Ein bisschen noch mit dem linken Fuß nach vorn laufen. Den Arm etwas breiter werden. Den Oberkörper nach unten schmelzen. Und dann zieh energetisch den Fuß und das hintere Knie ein bisschen aufeinander zu. Sammel dadurch Kraft im Becken. Und dann lass die Arme aufsteigen. Und die Arme nach oben heben. Lass sie fliegen. Und lass dich atmend in die Luft tragen. Nochmal tief durchatmen. Und dann lande wieder, bring die Hände zurück. Wander wieder zur Yogamatte. Und dann bring den linken Fuß so gerne in Ruhe über die Außenseite, über links nach hinten zum Vierfüßler. Vierfüßler ankommen, kleine Bewegungen machen hier. Euch wohler fühlen. Und dann tauch für einen Augenblick lang in das Kind ein. Einmal ganz in Ruhe ankommen. Und genieß ein Durchatmen, ein Erfrischen. Auch ein Ankommen wieder bei dir in diesem Moment. Und schieb dein Gesäß etwas zurück und lauf mit den Fingerspitzen nach vorn, streck die Seiten deines Körpers in ihre Größe aus und wenn du einatmest, dann schwing dich hoch in den Katzenbuckel, den Pferderücken und ausatmend zum abwärts schauenden Hund kommen. Drück jetzt die rechte Hand in den Boden und heb dein rechtes Bein nach hinten hoch. Schieb die Ferse weit heraus, wird ganz groß und lang. Jetzt dreh die rechte Hüfte über die linke auf. Und lass dein rechtes Bein ein bisschen höher steigen. Noch ein bisschen höher steigen lassen. Ein bisschen höher. Und dann dreh die Hüfte wieder zurück, wieder parallel. Und setz den rechten Fuß langsam wieder auf in den abwärts schauenden Hund. Und jetzt kommst du nach vorne in den hohen Liegestütz. Sammelst einmal Kraft in der Körpermitte, schließt den Beckenboden, saugst den Bauchnabel nach innen, gib dein rechtes Bein nochmal hoch. Dreh die Hüfte auf und setz den rechten Fuß nach links ab. Setz dich einmal kurz zum Boden. Mal landen mit dem Becken. Jetzt den rechten Arm an einen großen Bogen über dir nach rechts schwingen lassen. Jetzt zieh dich wieder hoch. Heb dein Becken hoch in die Welt. Heb dein Brustbein hoch. Streck dich aus in dieses Wild Thing. Atme dich hoch. Und sei doch kraftvoll verbunden mit der Erde. Nochmal tief nach oben einatmen, wachsen und ausatmen. Rechte Arm wieder zurück. Wir kommen zurück. Der abwärts schauende Hund. Landen wieder. Drücken die linke Hand in den Boden. Heben das linke Bein an. Schieben die Ferse weg. Und jetzt drehst du die Hüfte auf. Linke Hüfte über die rechte stapeln. Lass dein linkes Bein höher kommen. Und ein bisschen höher. Lass es leichter werden. Noch ein bisschen höher ziehen. Und dann komm wieder zurück. Die Hüfte wieder parallel drehen. Linken Fuß in Ruhe wieder aufsetzen. Mal nach vorn schwingen in den Liegestütz. Die Mitte des Körpers stabilisieren. Rechte Hand erden. Linkes Bein wieder heben. Jetzt ganz weit nach rechts aufsetzen. Linke Hand löst sich. Kurz setzen, kurz landen. Gut. Sammelkraft. Zieh die Beinmuskulatur zum Becken, schließ den Beckenboden, saug den Bauchnabel ein und dann schwing den linken Arm mit einem so schönen großen Bogen einmal über dir aus. Zieh dich hoch mit dem Becken. Lehn dich weich wieder zurück. Drück dich nach unten weg und schwebe dadurch hoch. Und lass dich atmen. Nochmal tief durchatmen. Und dann wieder auflösen. Linke Hand wieder zurück. Alles wieder zurückdrehen in den abwärts schauenden Hund. Da ankommen. Und tief durchatmen. Ganz tief durchatmen. Roll nach vorn in den Liegestütz. Leg dich sanft zur Erde ab.
Schüttel dein Becken locker aus. Lass die Schultern locker kreisen. Gut. Und jetzt bring die Arme bitte nach hinten Richtung Becken. Krabbel mit den Fingerspitzen nach hinten. Schieb deinen Steiß zurück. Zieh die Schultern zurück. Und wenn du einatmest, dann heb den Oberkörper. Heb die Beine ein bisschen an. Zieh dich auseinander und hoch. Wenn du ausatmest, komm wieder tiefer Richtung Erde. Einatmend durch die Kraft der Rückseite nach oben ziehen. Ausatmend wieder nach unten ankommen. Nochmal nach oben fliegen, wenn du einatmest. Aus der Kraft heraus nach oben ziehen, wenn du ausatmest, landen. Und ein letztes Mal mit dem Einatmen nach oben aufsteigen. Hier bleiben, zieh dich ein bisschen länger und an den Enden deines Körpers noch etwas höher. Und nochmal tief einatmen, nach oben ziehen und ausatmen, wieder tiefer kommen. Die Hände aufsetzen an den seitlichen Rippen, einatmen, Schultern zurück, Steiß zurück, Kobra oder aufwärtsschauender Hund. Ausatmen, zum abwärtsschauenden Hund zurückkommen. Und lass die eine Ferse mal nach unten sinken, dann die andere. Wird weicher, lauf, räkel dich. Und dann bring den Blick Richtung Hände, vielleicht nochmal einen Luftsprung nach vorn oder du wanderst nach vorn. Dann lass dich weich in die Vorbeuge schmelzen. Ganz weich und sanft den Oberkörper nach unten fließen lassen. Probier wieder die Innenseiten der Oberschenkel ein bisschen zurückzuschieben, nach hinten. Dann zieh dich nach vorne in die halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana. Zieh die Flanken lang nach vorn, schieb wieder die Innenseiten der Oberschenkel zurück. Nochmal die ganze Vorbeuge, Uttanasana, ganz weich eintauchen. Und dann komm über die Hocke nach oben, die Arme ausbreiten, zieh die Beinmuskeln hoch, streck dich nach oben aus in die Welt. Und ausatmend, bring die Hände zum Herz und dann zur Seite nach unten. Gut, einmal wieder locker werden. So, gerne mal alles ausschütteln. Sind wir im Stehen jetzt angekommen und diese Sequenz führt uns jetzt im Stand abwechselnd zu einer Variante von Standhaltungen. Wir gehen beispielsweise mal in eine die Standwaage, so kennen wir sie im Deutschen, den dritten Held, ist das im Yoga. Probieren dann Varianten des Baumes aus und eine Variation des Adlers, Garudasana, im Stehen. Treffen uns im vorderen Teil deiner Yogamatte, sodass du so eine Beinlänge nach hinten Raum hast. Gut, die Erde deine Füße gut, verwurzel sie am Boden. Und stell dir vor, du wächst nach oben, du richtest dich auf, du lässt den Oberkörper aufsteigen. Ziehst die Flanken sanft nach oben hoch. Jetzt brauchst du ein bisschen mehr Konzentration und Fokus. Verlage Gewicht auf den linken Fuß. Such dir gern vor dir einen Punkt aus oder konzentriere dich auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Dann zieh dein rechtes Knie ganz langsam nach vorn hoch Richtung Brustkorb. Heb die Arme nach oben hoch. Streck dich ganz lang. Und jetzt breitest du die Arme zur Seite aus und schiebst gleichzeitig den rechten Fuß langsam nach hinten. Oberkörper kommt nach vorn, so versuch ganz langsam parallel zu kommen zum Boden. Rechten Fuß gegen einen Widerstand nach hinten schieben. Das Brustbein nach vorn strecken, den Standfuß nach unten drücken, Knie vielleicht ein bisschen anbeugen. Komm hier an in der Standwaage. Tief atmen. Stell dir vor, du fliegst, du gleitest durch die Welt, durch die Luft. Und dann ganz langsam wieder auflösen. Rechtes Knie nach vorn, Oberkörper aufrichten, Arme mal nach oben strecken. Wir gehen jetzt zum Baum. Bringen den rechten Fuß an die Innenseite des linken Ober- oder Unterschenkels und die Hände vor dem Herz zueinander. Nochmal den linken Fuß gut verwurzeln. Heb die rechte Hüfte ein bisschen nach oben.
Sammel Kraft in der Mitte des Körpers, schließ den Beckenboden. Stell dir vor eine Hose mit einem Reißverschluss, den du muskulär zumachst. Ja, lass die Flanken aufsteigen, lass den Brustkorb zwischen den Schultern hochschweben. Nach oben einatmen, aufsteigen mit dem Oberkörper, leicht werden und frei. Und nach unten ausatmen, dich wieder verwurzeln, da wieder landen und ankommen. Eine kleine Variation. Ich bitte dich jetzt, linkes Knie deutlich zu beugen und den rechten Außenknöchel auf dem linken Oberschenkel aufzusetzen. Kannst du gerne mal mit den Händen unterstützen. Ja, rechter Außenknöchel auf den linken Oberschenkel setzen. So, drück mit der linken Hand gegen den Fuß, mit der rechten Hand gegen das Knie und stell dir vor, alles wird kompakt. Lass auch die Hüfte kompakt werden. Box ein bisschen mehr das Knie an. Bringst jetzt die Hände wieder zu Namaskara Mudra. Kannst du hier bleiben, wenn du möchtest, oder einen kleinen Schritt weiter. Du legst den rechten Ellenbogen über die linke Ellenbeuge, verschraubst die Unterarme, bringst die Handflächen zueinander und ziehst jetzt die Arme nach vorn und bringst den Blick nach vorn. Der Adler, der so ein Ziel vor sich hat, der ganz fokussiert ist. Langsam wieder aufrichten, langsam auflösen, immer rechtes Knie hochziehen, die Arme nach oben ziehen. Greif dein Knie, halte dich daran fest, schwib nochmal hoch und dann lande mit dem rechten Fuß. Ja, alles wieder ausschütteln bitte. Auch so, wenn der linke Fuß so angespannt war, jetzt dann ganz locker mal durchbewegen bitte. Wir machen noch eine Runde. Zweite Seite. Treffen uns im vorderen Teil der Matte wieder. Füße gut verwurzeln, rechten Fuß in den Boden integrieren. Einerseits nach unten verwurzeln und andererseits nach oben aufsteigen, nach oben wachsen. Rechten Fuß erden. Schau dir einen Punkt vor dir an oder konzentriere dich auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Dann ziehst du in Ruhe das linke Knie hoch. Hebst die Arme nach oben, wächst nochmal ganz groß und lang. Und jetzt in Ruhe die Arme ausbreiten, den linken Fuß nach hinten schieben. Becken kippt nach vorn, gesamte Rückseite des Körpers kommt parallel zur Erde. Standfuß drückt nach unten, Knie ein bisschen gebeugt, wenn du es magst. Zieh alle Muskeln zum Becken, schließ den Beckenboden. Stell dir den Hosen mit dem Reißverschluss vor, den du zumachst. Und dann von dort wachsen und strecken und schweben und durch die Luft gleiten. Langsam wieder auflösen, einmal aufrichten, die Arme nach oben bringen, das linke Knie hochziehen und jetzt Vrikshasana, der Baum, linken Fuß an den Innenbereich des rechten Oberschenkels oder Unterschenkels aufsetzen, die Hände zu Namaskara Mudra verbinden, das rechte Bein nach unten schieben, linke Hüfte hochziehen. Die Mitte stärken, Beckenboden schließen, Bauchnabel sanft einsaugen oder Hosenreißverschluss zuschließen. Dann von dort, von dieser Basis aufsteigen mit dem Oberkörper, nach oben schweben. Nach unten ausatmen und verwurzeln. Nach oben einatmen und auftauchen und leicht werden und groß und frei. Jetzt bitte das rechte Knie anbeugen, den linken Außenknöchel auf den rechten Oberschenkel aufsetzen. Nutz ruhig die Hände, rechte Hand an den Fuß, linke Hand an das Knie. Drück die Hände zueinander, sammel Kraft im Beckenbereich, mach dein Becken kompakt und schmal. Rechtes Knie ein bisschen mehr anbeugen. Becken kann sich tiefer setzen. Entweder die Hände zurück zu Namaskara Mudra mit dem Blick mehr nach vorn oder du legst den linken Ellenbogen über die rechte Ellenbeuge. Verschlingst einmal die Unterarme, Handflächen berühren sich wieder, du schiebst dann die Arme nach vorn und schaust dir sein Ziel an, vor dir, auf das du dich fokussierst. Tief atmen. Und dann tauch wieder auf, breite die Arme nochmal über die Seite nach oben aus, zieh dein linkes Knie hoch und dann greif es, halte dich an dir selbst fest. Nochmal mit dem Brustkorb aufsteigen. Dann lande bitte. Komm in den Stand.
Oh, dann mal alles ausschütteln, locker durchbewegen. Wir gehen wieder den Weg zurück in die Vorbeuge, verneigen uns vor der Erde und gehen dann noch einen kleinen Schritt, ein bisschen Kraft, bodennah im Sitzen. Gehen dann da weiter. Bring die Hände bitte vor dem Herz zueinander. Beug ein und mit die Knie tauch ein und über vorn kommst du hoch, richtest dich auf. Dann ausatmend breitest du die Arme aus und verneigst dich ganz liebevoll und sanft vor dir selbst. Mit dem Einatmen ziehst du dich nach vorne in die halbe Vorbeuge. Mit dem Ausatmen schmilzt du in die ganze Vorbeuge zurück. Du kannst, wenn du möchtest, Schritt nach hinten in den Hund oder den Sprung nach hinten wagen. Über den Liegestütz in den abwärtsschauenden Hund dann kommen. Mal hier landen, durchatmen. Dann senkt die Knie zur Erde. Ja, nutzt kleine Bewegungen. Finde mehr Wohlgefühl. Und dann setz dich bitte und schwing deine Füße nach vorn. Also stell den rechten Fuß bitte auf. Schieb die linke Ferse von dir weg. Wir wollen hier noch einmal abheben in dieser Bodennähe. Also braucht es viel Kraft und möchte dich einladen, immer genauso weit mitzugehen, wie das für dich heute passt. Dich auszuprobieren, schauen, ob es mit dem Abheben funktioniert oder ob du ein bisschen Übung nutzt und vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen funktioniert. Es ist, wie es ist und es darf sein, wie es heute ist. Linke Ferse schiebst du nach vorn, rechten Fuß stellst du ein bisschen nach außen auf. Jetzt bringst du die rechte Hand unter dem rechten Bein nach außen, stellst die Hand, zeig's mal von der Seite, stellst die Hand außerhalb auf. Und wenn du dich jetzt zurücklehnst nach hinten, dann hebt das rechte Bein sich ab und du kannst das gesamte Bein mehr schultern. Die rechte Hand wieder neben dir aufsetzen. Ja, und so idealerweise ist der rechte Ellenbogen so nach außen geneigt und das Bein legt sich über den Oberarm. Das geht nicht bei jedem oder jeder von uns. Schau, wie es für dich passt. Nutze es vielleicht einfach als Übungspraxis für die nächste Zeit. Wenn du hier ankommst, dann hält das Bein fast von allein. Das ist so richtig geschultert. Ja, das hält einfach hier. Dann ist es der Idealfall. So. Jetzt ziehst du die Beinmuskulatur Richtung Becken. Schließ den Beckenboden, saugst den Bauchnabel ein und dann schau mal, ob du abheben kannst. Vielleicht nur mit dem Becken, vielleicht auch mit dem linken Bein. Mal tief durchatmen. Und dann lande wieder. Alles entknoten. Locker ausschütteln. Probieren die andere Seite. Vielleicht ist das die Seite, die es ein bisschen leichter macht. Vielleicht war das eben schon die Seite, wer weiß. Lass es uns probieren. Rechte Ferse wegschieben, linken Fuß aufstellen, ein Stück nach außen setzen. So, jetzt die linke Hand unter dem Bein nach außen setzen und das linke Bein, wenn du dich zurücklehnst und das abhebt, kannst du es gut schultern. Wie so ein Hosenträger, den du über die Schulter ziehst. In meinem Fall ist jetzt das Knie oder Kniekehle auf dem Oberarm aufgesetzt. Das reicht mir schon, denn hier hält es einigermaßen gut und von selber. Die Hände gut neben dir aufsetzen. Jetzt, um abzuheben, braucht es Energie. Zieh die Beinmuskulatur Richtung Becken, diese muskuläre Energie zum Becken. Tank dich da auf, schließ den Beckenboden, saug den Bauchnabel ein, mach den Hosenreißverschluss zu und ausatmen. Vielleicht hebst du ab, vielleicht mal kurz mit dem Becken, vielleicht auch mit dem rechten Bein. Mal schweben, atmen und landen. Ankommen. Einmal locker ausschütteln, bitte. Auch die Arme ausschütteln. Ja, dann bring die Handgelenke zueinander, einen Kreis über die Handgelenke, ganz weich und sanft. Wird es mehr Wohlgefühl. Auch gern die Richtung wechseln oder was anderes probieren, was dir jetzt in diesem Augenblick gut tut für die Handgelenke. Gut. Dann richte dich auf,
für eine Vorbeuge. Roll den Kopf ein, senk die Stirn Richtung Brustbein, runde dich nach vorn, bring die Arme nach vorn. Lass dich für ein paar Momente nach vorn einfach verneigen. Wir kommen wieder an, bei uns selbst. Lass da um dich herum so ein Feld des Vertrauens und der Geborgenheit entstehen. Du bist wieder angekommen. Du bist gelandet. Lass den Rücken atmen, sodass, wenn du da einatmest, er sich aufplustern kann. Und wenn du ausatmest, er sich wunderbar entspannt. Dann komm langsam wieder nach oben. In einen Drehsitz, stell den rechten Fuß auf. Du kannst den rechts oder links am Bein aufsetzen. Du kannst den linken Fuß vorn lassen oder zur rechten Hüfte bringen. Je nachdem, wenn du das hier so verschränkst, dann lass deine rechte Hüfte wieder nach unten sinken. Linke Hand an das aufgestellte rechte Knie, rechte Arm hat einen Bogen über oben nach hinten. Dreh dich nach rechts und atme aus und werd in die Drehung weicher. Dann atme ein und richte dich auf nach oben. Lass dich atmen. Komm wieder zurück, rechter Arm wieder nach vorn bringen, die Beine nach vorn ablegen, mal ausschütteln. Und dann den linken Fuß aufstellen, du kannst den links aufgestellt lassen, du kannst den auch rechts neben das Bein aufsetzen. Hier böte es sich an, entweder den rechten Fuß vorn zu lassen oder mal nach links zu ziehen, Richtung Hüfte. Schau, was für dich passt. Wenn du die Beine verschränkt hast, so wie ich jetzt, dann lass deine linke Hüfte wieder schwer in Ankommen nach unten. Wenn das nicht passt, wenn das nicht möglich ist, dann setz dich etwas höher. Rechte Hand an das Knie, linke Arm hat einen Bogen nach hinten. Wenn du ausatmest, dann dreh dich weich nach links auf. Wenn du einatmest, dann wachst nach oben hoch in die Welt. Wieder zurück nach vorn, mal die Beine ausschütteln und dann komm bitte in die Rückenlage. Ganz bewusst ankommen. Leg die Arme hinter dir ab, leg die Beine nach vorn ab, atme ein, zieh dich lang und ganz groß, wirklich groß. Atme aus und entspann dich in die Größe. Und nochmal einatmen, ausstrecken, groß und lang werden. Und ausatmen, die Arme zur Seite oder wieder nach vorn bringen an den Körper. Such dir eine gemütliche Position für ein paar Momente einer Pause. Für eine kleine Entspannung, in die wir eintauchen. Und lass die Aufmerksamkeit wieder zurück in deinen Körper sinken. Lass dich in die Berührung der Unterlage hineinsinken. Komm satt an. Stell dir vor, dass dein Gesicht weich wird, deine Gesichtszüge sich entspannen, deine gesamte Haut sich glättet. Entspann die Muskulatur, lass sie weich werden. Genieß einen Moment des Durchatmens.
Kreier einen Raum der Stille um dich herum. Kreier auch einen Moment der Stille im Geist. Und dann einfach nur noch genießen. Atmung wahr. Beobachte, wie sie dich durchströmt. Und dann lass dir das Ausatmen nach unten sinken zur Erde, sodass du wirklich da ankommst, dich verwurzelst, Gewicht abgibst. Lass die Anatmung nach oben aufsteigen in die Vorderseite deines Körpers. Wird dadurch leichter und freier. Deinen Leib wieder wahr, auch deine Glieder. Und gönn dir dort die ersten sanften Bewegungen, die dich peu à peu wieder aufwecken, die dich mobilisieren und vitalisieren. Beginnen sie auszubreiten, diese Bewegungen, sodass sie durch den gesamten Leib fließen können. Mach das, was dir gut tut. Dich recken, strecken, dich mal in die eigene Größe dehnen. Alles, was dir gut tut, einfach machen, genießen. Und dann komm auf deinem Weg wieder nach oben zum Sitz, bitte. Und wenn du den gefunden hast, dann schließ noch einen Moment die Augen. Nochmal hier an, lande hier bei dir mit allen Sinnen. Nimm wahr, wie es dir geht jetzt.
jetzt den Moment, in dem du sein kannst, wie du jetzt bist. Am Ende dieser Reise. Genieß nochmal die Atmung. Vertief sie, sodass du dich vorbereitest für das, was an den nächsten Wegen vor dir heute noch liegt. Atme tief durch. Dann bring die Hände bitte vor dem Herz zueinander. Atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme aus. Schwing sie über die Seite hoch, über den Kopf. Wenn du ausatmest, bring die Hände zueinander für die Stirn, den Mund und das Herz. Nochmal, die Arme ausbreiten mit dem Einatmen. Einen Bogen nach oben machen. Und mit dem Ausatmen die Hände zurückbringen zum Herz. Und wenn du es magst, dann genieße ein Verneigen vor dir selbst, für dich selbst, mit einem Danke für diese Reise und die Zeit, die du dabei fandest. Und wenn du dich aufrichtest, dann öffne langsam bitte wieder die Augen. Dann danke ich dir auch, dass du mit mir mitgegangen bist auf diesen Weg durch diese Yoga-Praxis hindurch. Ich wünsche dir alles Gute für die Wege, die vor dir liegen. Danke dir für deine Zeit und dein Vertrauen und freue mich, wenn ich dich beim nächsten Mal wiedersehen kann. Bis dahin, alles Gute, Namaste.